Was ich aber nicht wusste, ist, dass Lea direkt unter mir war und ich die ganze Zeit über ihr gesucht habe. Heute spielen wir Verstecken in dieser XXL-Trampolinhalle mit voll vielen tollen neuen Gästen. Und wir haben sogar diesmal einen neuen Preis. Und wer diesmal gewinnt, gewinnt diesen Pokal, der extra dafür angefertigt wurde. Den könnt ihr gewinnen mit dieser geilen Medaille. Kirmes Gang laut. Der Gewinner gewinnt diesen wunderschönen Pokal. Und ich würde sagen, bevor es losgeht, stellen Sie alle nochmal vor. Hallo, ich bin Moritz und ich habe keine Poritz. Hallo, ich bin Zoe. Du musst den coolen Satz überlegen. Hallo, ich bin Lea und ich habe bisher jedes Hide and Seek gewonnen. Ich bin Kian, der Kameramann. Ich würde sagen, ihr habt 5 Minuten Zeit, euch zu verstecken und ich habe eine Stunde Zeit, bis ich euch gefunden habe. Eine Stunde? Wenn ich euch nicht gefunden habe nach einer Stunde, dann habt ihr gewonnen. Und der Letzte, der übrig bleibt, bekommt diesen wunderschönen Pokal. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Wo gehe ich denn jetzt hin? Wir laufen jetzt erstmal weg. Oh mein Gott, Digga, ich werde gerade fast verreckt, Alter. Nein, Moritz, kannst du vergessen. Das war mein Versteck. Dankeschön. Nein, das ist mein Versteck. Geh rein. Du bist so ein Idiot. Es war wieder so klar, dass du dasselbe wie ich hast. Ich hab schon angelacht von ganz weit hinten. Nein, ich bin jetzt. Da ist halt eine Luca, aber ich glaube, er denkt, dass man runtergeht, oder? Ja, geh in diese Büros, oder? Aber Rudolf, das ist eigentlich ganz krass. Aber ich glaube, er rechnet damit, dass man da unten runter ist. So. Ich bin hier vielleicht irgendwo hinter versteckt, vielleicht noch ein Banner. Das ist ja auch eine Option. Hier so hinter verstecken. Könnte ich Glück haben. Wir schauen mal, ob wir noch was Besseres finden. Moritz, das wollte ich machen. Doch. Es ist immer, es ist jedes Mal so. Ich wollte das Versteck machen. Moritz, sind es mir direkt. Aber hier war ich halt schon mein letztes Mal. Mal die Luke wieder zu. So, Luke ist wieder zu. Jetzt gehen wir einfach tief hier rein. So. Ich glaube, ich auf die Nether-Toilette. Oder ist es voll langweilig? Ich weiß es doch nicht. Es ist überall auffällig. La 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 la. Hier, Schlüssel. Hier ist ein Putzraum. Putzraum? Und dann die Tür wieder zumachen? Die letzten 2 Minuten. Hast du einen Tipp für mich? Ich würde sagen, da in dem Raum kriegen wir dich bestimmt ein bisschen versteckt. So. Ein Secret-Versteck. Hier. Ja, okay. Das ist sehr gut. Ja. Hey, hier ist meine Stelle. Hier. Aber ja, ich war hier zwar schon mal drunter, aber ich habe den Duke hinter mir wieder geschlossen. Daher hoffe ich, weiß ja nicht, dass ich hier reingegangen bin. Aber hier oben war nichts Wahres irgendwie. Ich habe hier einen Hund gefunden. Hier ist mir beim Verstecken. Irgendwie auch noch kein Versteck und so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich glaube, ich bleibe irgendwo hier und probiere mich gleich hier drunter zu verstecken und dann die Mülleimer vorzuziehen und ein paar Kisten noch hinzustellen. Und dann kriege ich hier unten rein. Wir geben unser Bestes. Mülleimer einmal her. Also, ich gehe jetzt hier hinter die. Oh mein Gott, da ich glaube, nicht sehen. Ja, das könnte schon gut sein. Ja, perfekt. Danke. Die letzte Minute. Ich glaube, ihr habt euch alle versteckt. Ich glaube, ich kann so langsam. Sag, dann kann ich los. Und wie immer, vielen, vielen Dank an das Sprungwerk in Hagen, dass wir da so unproblematisch unsere Videos drehen konnten. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ist echt die beste Trampolinhalle der Welt. Ich sitze jetzt hier auf dem Balken so drauf, damit er meine Füße nicht sieht. Also er sieht mich jetzt halt nicht da. Und ich glaube, hier oben drüber ist Moritz. Aber hier sieht er mich halt nicht, wenn er da rumkrabbelt. Also ich hoffe, dass er mich so nicht findet. 3, 2, 1. Oh, die Zeit ist um. Ich komme, Leute. Ich hoffe, ihr habt euch gut versteckt. Es wird wild. Er will das suchen. Okay, er hat jetzt gerade angefangen zu suchen. Der läuft halt gleich über mir drüber her. Ich hoffe, er findet mich einfach nicht als Erster. Ich sehe hier, auf den ersten Blick sehe ich keinen. Also wenn ich mich hier verstecken würde, um diesen geilen Pokal zu holen, würde ich mich auf jeden Fall in diesem Dings halt verstecken. Und wenn ihr auch so einen originalen geilen Pokal gewinnen wollt, dann lasst jetzt ein Abo da und schreibt in die Kommentare euren Instagram-Namen und warum ihr ihn gewinnen wollt. Und mit etwas Glück gehört er bald sogar euch. Okay, ich warte jetzt schon eine Weile auf Johannes, aber er kommt immer noch nicht. Und ich weiß nicht, ob er angefangen hat zu suchen. Aber wir schauen erstmal da, weil da sind auch ein paar gute Verstecke, weil da denkt man nicht, dass man sich versteckt, weil das halt so die Toiletten und so sind, ne? Ich glaube, er kommt wegen der Spiegelung. Das sind, ich glaube, er läuft wieder weg. Ich will erstmal hier alles abarbeiten. Danach gehe ich da vorne und mache den Bereich. Fuck, er kommt. Die Frage ist: Ist hier jemand? Ha! Nein. Da ist keiner, okay. Dieser Idiot. Ich bin komplett woanders. Der ist genau unter mir. Und Donut! Oh. Er hat jemand. Yes!
Hättet ihr nicht geguckt, hätte ich niemals gefunden. Hey, Kian ist das allererste. Es ist so ungemütlich gewesen. Ich habe gerade gehört, dass Kian gefunden wurde. Ich habe noch nicht verloren. Ich glaube, wenn ich noch länger warte, könnte ich mir einfach ein Orangina. Ich habe richtig Durst und ich bin ja eigentlich im Paradies. Wir schauen mal noch die Toiletten oben. Da war ich auch noch nie. Moritz, Moritz. Hey, was machst du da? Was ist hier? Toilette? Nee, vom Klo ist keiner. Eine Besenkammer? Nee. Okay, jetzt kommen wir in den Jump-Teil endlich. Ich habe verstanden, dass er jetzt in den Jump-Bereich geht. Und da bin ich auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, dass Moritz und Lea da versteckt sind. Hier muss doch irgendwer sein. Das sieht ziemlich voll aus. Oh. Wer ist hier gewesen? Hier ist niemand. Lea, mach mal Piep! Ich hab, oh mein Gott, ich weiß, wo sie ist. Ich weiß auch, wo sie ist. Lea wird als erst gefunden, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, das ist das Beste, was ich Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich dachte, du findest Lea. Was? Ich dachte einmal, dass du mich willst, dass ich es schaffe, Digga. Ich werde Lea als erstes finden, aber dich habe ich auch gefunden, hi. Was ich aber nicht wusste, ist, dass Lea direkt unter mir war. Oh mein Gott, ich kann unter die Dings gehen. Ich sehe hier niemanden eigentlich. Da jemand? Hallo? Ist da jemand? Ne, hier ist auch niemand. Scheiße, Digga. Hä, wo sind die? In der Sprunggrube vielleicht? So ein Idiot. Da ist noch jemand. Was? Da ist noch jemand drin. Nein, wo ist noch jemand drin? In da bei dir. Weil du da raufgefilmt hast gerade. Hä, ist die hier? Hä, ist hab ich hier? Hä? Hier ist niemand. Wo ist die? Ich muss so dringend auf Klo. Ich halte es nicht mehr aus. Also schreib mal so. Eine Kandidaten aus extrem Küsten. Schreib mal so, etwas hier extrem. Hallo? Hallo? Hä? Zu? Zu? Hä? Ich höre gerade sehr laute Schritte. Wir waren doch hier schon mal. Was sagt Moritz hier für einen Tipp? Hallo? Komm. Na, fast vergeht eine Stunde. Höre ich was? Wieder in der Nähe, wo ich bin. In der Küche? In der Küche ist niemand. Nee, auch nicht. Also wirklich. Er ist hier. Ah, wir sind so gut. Der ist so gruselig hier. Ein Getränkelager vielleicht. Hier riecht's an. Mensch. Ah! Ich hab dich gerochen. Nein! Ich hab dich gerochen. Gerochen. Wer wurde gefunden? Moritz, Kian. Nein. Und du. Nein. Kian ist die Gewinnerin. Sag mal Piep, Lea. Das findet ihr niemals. Sag mal Piep, Lea. Piep, Piep. Ist hier unten runter? Wie kommen wir da hin? War schon an der richtigen Stelle. Oh nein, da kann man auch rein. Okay, wo ist sie denn hier? Hä? Lea? Wo bist du? Hä? Hey, diese Wasserflasche, wo bist du? Oh. What the fuck? Digga, was? Digga, was? Hab ich den Pokal jetzt gewonnen? Ja. Lea, yeah. Hat den Pokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen Dank. Siegerin. It's a hoax.